Entertainerin Edwina de Potter ist für ihr Engagement für behinderte Menschen mit dem Brigadegeneral Karl-Heinz Jürgens Glas ausgezeichnet worden. Der Preis wurde überreicht von Oberst AD Jürgen Damm, dem Präsidenten der Aktion für behinderte Menschen in Hessen. Wir machen keine großen Geschenke, wir machen nichts Großes, aber wir verleihen an Menschen, die sich ganz besonders einsetzen und von denen wir auch erwarten, dass sie sich weiterhin besonders einsetzen. Das werde ich tun. Seine Unterschrift in Anerkennung und mit Dank für geleistete Unterstützung in der Hilfe für behinderte Menschen in Hessen gewidmet Frau Edwina de Potter, Flächenbrand des guten Willens. Die Ehrung fand statt im Rahmen einer Feierstunde bei den sozialen Förderstätten in Bebra. Edwina de Potter, die Künstlerin mit dem großen Herzen, hatte mal wieder den weiten Weg nach Nordhessen nicht gescheut. Dieses übergeben und eine Urkunde dazu in Anerkennung der außerordentlichen Verdienste um die Aktion für behinderte Menschen Hessen e.V. wird Frau Edwina de Potter das Brigadegeneral Karl-Heinz Jürgens Glas verliehen für das Präsidium Jürgen Damm, Oberst AD Präsident, Bebra, 16. November 2009. Ich bedanke mich recht, recht herzlich. Die Hamburgerin hat oft bewiesen, dass sie ihr soziales Engagement in Bebra sehr ernst nimmt. Sie hat wiederholt Benefizkonzerte in der Region zugunsten behinderter Menschen unterstützt, hat mehrfach, unter anderem beim diesjährigen Sommerfest, die Menschen in den sozialen Förderstätten besucht und betreut und schließlich sogar eine Patenschaft in Bebra übernommen. Für diesen vorbildhaften Einsatz wurde Edwina de Potter im Beisein von viel Prominenz in Bebra geehrt. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du gerade für unsere Stadt, in unserer Stadt, diese Arbeit leistest. Und ich hoffe noch viele gemeinsame Jahre hier, dass wir uns immer wieder mal sehen. Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Jäger, als Vorsitzender der Aktion für behinderte Menschen darf ich mich als allererstes mal bei Ihnen als Vertreter des Hausherrn hier bedanken, dass wir diese Ehrung, diese Veranstaltung heute in Ihren Räumen durchführen können. Aber natürlich gilt es, einen Dank an Sie zu sagen, Frau de Potter, dass Sie sich so engagieren für Menschen, wo wir ja mit einem Vollblutvortrag von Herrn Damm gehört haben, wie man sich engagieren müsste. Gerade Menschen, denen es dann vielleicht ein bisschen besser geht, die sich dann dafür einsetzen, so wie Edwina, eine wunderhübsche junge Dame mit einer wunderhübschen Stimme und einem Temperament, so ähnlich wie bei Präsident Damm, ausgestattet, sich dafür auch einsetzt, da kann man nur Dankeschön sagen. Und ich denke, das ist nochmal einen kleinen intensiven Applaus wert. Danke, Edwina. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als MOB-Vorsitzender bin ich natürlich heute sehr, sehr gerne hergekommen. Warum? Uns verbindet eine ganze Menge. Wenn ich Edwina anschaue, so sage ich mal, du bist hier sehr, sehr aktiv und ich muss dir ein Kompliment machen. Du bist nicht nur eine bezaubernde Frau, sondern auch eine super Entertainerin. Das beweist du jeden Tag und heute Morgen einmal mehr. Und ich habe das ganz, ganz große Glück, dass mir Gott den Gesang in die Wiege gelegt hat. Ich singe halt sehr gern und das kann ich schenken. Ich kann also meine Zeit und mein Gesang schenken. Das heißt, ich denke, dass ich Menschen Freude bringen kann. Und das ist mir ein ganz großes Bedürfnis, das weiterhin zu tun. Und für euch da zu sein. Und ich freue mich schon auf ganz, ganz viele wunderbare Aktionen, die wir gemeinsam miteinander planen und gemeinsam miteinander verbringen. Ich wünsche uns allen, dass wir mit dieser tollen Ehrung, Gesundheit, ein Zeichen setzen für alle diejenigen, die auch sich einsetzen möchten für Menschen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das ist mir auch ein ganz großes Bedürfnis, dass wir alle daran denken, dass wenn wir füreinander da sind, dass wir damit halt Freude geben und den Horizont eben auch eröffnen, für ganz andere neue Geschichten und Anregungen geben. Ich danke allen, die heute gekommen sind, ganz besonders dir, liebe Manuela Schmermund, Erwin Maisch von SMOG, wunderbar, Marine Kameradschaft, und ich danke Ihnen, dass Sie mich vorgeschlagen bzw. bearbeitet haben und dass ich da auch zum Job kommen kann. Vielen Dank, Herr Schmermund. Gerne, das sind die schönsten Anträge, die man schon hat. Dankeschön, Herr Groß, dem Bürgermeister, dass er auch die Zeit gefunden hat, herzukommen. Und einen ganz großen Dank dir, lieber Wolfgang. Denn du bist ein unglaublicher Mensch mit einem riesen Engagement und einem ganz großen Herzen.
mein Wegbereiter. Denn ansonsten wäre ich nicht hier.